Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich stehe vor Brutus, dem Drachen, und werde mich noch einmal dran versuchen, bevor wir dann mal schauen, was die Finger noch können. Nicht nach vorne rollen, wenn er von oben spuckt. Auch wenn man sein Gesicht trifft, ne? Dann geht er wahnsinnig schnell zu Boden. Ah, da muss ich doch ein bisschen ausweichen. Oh, geht er jetzt schon in die nächste Phase? Okay, let's go. Laser. Oh, shit. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich muss saufen. Ah, ich wollte trinken, weil in der ersten Phase kann man da, glaube ich, direkt danach saufen. Ah. Aber der Start lief gut. Der Start lief sehr, sehr gut. Aber genug von der Aufregung. Oh. Es gibt, glaube ich, irgendeinen Schild in diesem Spiel, der einem das Ausweichen noch leichter macht. Ich weiß aber nicht, welcher das ist. So, und jetzt will ich, glaube ich, und hier, nee, hier? Nee. Ich will hier lang. Doch, dann von hier. Oder? Ja. Die waren ja hier alle hinüber, ne? Ich glaube, da war nichts. Und das ist der See, da war der Große in der Mitte. Und jetzt hier nach rechts. Ja, hier war ich noch nicht. Ah ja, da sind wieder die Riesenschafe. Was für ein Festmahl die abgeben würden, ne?
Wow. Stark. Na, zum Glück muss ich nicht gegen dich kämpfen. Aber was ist das da vorne? Gibt es hier irgendwo noch eine Gnade? Igons Handbuch. Ah ja, da vorne ist eine Gnade. Wunderbar. Großer Altar der Drachen. Ach, guck an. Das goldene Vlies, ja. Was macht das nochmal, das goldene Vlies? Kommunion mit Bale abhalten? What? Ah, Herz von Bale. Ah. Kanalisiert den Drachen, um Geisterflammenatem auszustoßen. Ja, okay. Ja. Das goldene Vlies, was macht das nochmal? Ich hab's vergessen. Warrior true, picture yourself, feasting upon a dragon's essence, on the throbbing heart of the oldest, vilest dragon of them all. It would be the purest form of communion, the fullest sating of your hunger and your consummation as a dragon whole. Also eigentlich interessiert mich euer Drachenkult überhaupt nicht. Ihr wirkt wie eine kleine Sekte. Leute, ihr alle miteinander. Es gibt hier so ein paar Leute, die sind einfach besessen von irgendwelchem Drachenzeug. Ist mir schon aufgefallen, gute Drachenlady. Ich vermute aber, ich sollte das einfach mal machen. Verschlingen vor allem. Na gut. As it should be. Now, seek the jagged peak. There you will find Bale, the oldest and vilest of all dragons, Landbar warrior. Follow your desire and slay the foul beast. Devour its throbbing heart. I will grant you the strength required. Die ihr so dringend braucht. Ach, der Pascal, guck an. Wait, what? Segen des uralten Drachen? Wait. Alle Schadensresistenten zu erhöhen. Einschließlich körperlicher. Während der Abwehr als zusätzlicher Effekt. Erhöht auch die Schadensresistenz während der Abwehr. Okay. Was heißt während der Abwehr? Weiß ich nicht, ist auch egal. Oh Gott, ich muss mir unbedingt merken, dass ich das hab. Aber ich hab's nur einmal. Wahrscheinlich kann ich mir das bei ihr immer wiederholen, ne? Wahrscheinlich. Oh, und dann kriege ich noch weniger Schaden vom guten Bale. Dankeschön, Drachenlady. Auch wenn ich euren Kult seltsam finde, so wie eigentlich alle Kulte, die es hier so gibt. Meine Güte. Sollst du Pascal sein? Ist Pascal tot? Nee, Pascal ist doch nicht tot. Pascal lebt in unseren Herzen weiter. Rune der Drachenkommunion. Aha.
ich habe Pascal getötet. Absolut korrekt. Oh, nett. Will ich hier hin? Nee, obwohl, eigentlich will ich hier hin. Warte mal. Moment. Sieht so aus, als würde ich von hier dahin kommen. Hier rüber und dann hier rauf. Moment, das gucke ich mir mal kurz an. Lebt hier noch einer von euch? Du da hinten vielleicht? Schläfst du nur? Muss ich dich verhauen? Nee? Okay. Fett. Der Drachenkommunion. Wenn ich all diese Dinge aktiviere. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, da geht's zu der anderen Fingernummer. Aha. Hier oben war ich halt auch noch nicht, ne? Auf dem roten Zeug. Komplett, oder? War ich hier? Nee, da war ich auch noch nicht. Ja, das Fett kann ich an die Keule schmieren, ich weiß. Glaube, ich kann es auch an... Lol. Okay. Den Baum etwas seltsam platziert. Was ist das? Ach so, ja, ja. Zeug. Ja, wenn ich mir mal merken würde, was ich so alles an Zeug bekomme von denen, ne? Dann würde ich mir vielleicht auch bei dem einen oder anderen Boss ein bisschen einfacher tun und leichter machen. Karos, verstecktes Grab. Oh, hab ich mich erschrocken. Ihr seid ja solche, stimmt. Handbuch des Grabräubers. Okay. Hi. Prügeln wir uns. Na? Ey, komm. Oh nee. Nicht so einer. Tibias Handbuch. Hm. Habe ich eigentlich Giftglobuli dabei? Oh Mann, welche, wo finde ich die? Da, nutzen. Danke. Oh. Solange ich nicht noch mit noch mehr von diesen mehrarmigen Spinnenwesen kämpfen muss, ist alles in Ordnung. Liegen geblieben. Du auch.
Bleiben Sie bitte am Boden liegen. Bis alle Gefahr gebannt ist. So. Jetzt nochmal. Wo sind wir hier? Ab. Brille. Geisterflammenblüte. Geht's hier wieder um Gesten oder so? Ich hoffe nicht. Schauen wir uns mal schneller um. Mit dem Pferd. So, war hier hinten jetzt noch was? Nee, ich glaube nicht, ne? Den Loot, aber ansonsten sieht's einfach nur cool aus hier. Taujuwel. Aha. Ah. Dachte jetzt im ersten Moment, sieht nach Bossgebiet aus, aber wenn hier ein so ein Vögelchen steht, dann eher nicht. Hinten sind so Pflänzchen. Nee, doch nicht Bossgebiet. Ah, oh, okay. So viel dazu. Oh, und jetzt wachen die ganzen Boys rechts und links auf. Ey, nee. Leute, nee. Nicht cool. Oh, das... Die waren ja nicht schon nervig genug. Hey! Kommt da irgendwo aus dem Nirgendwo so ein hässlicher Vogel an? Mann, ey! Lassen wir mal bitte. Ruf der Geisterflamme. Also, ich bin wirklich schwer am Überlegen, ob wir Elden Ring nicht ein bisschen beschleunigen, das DLC, weil ich ja, glaube ich... Also, ich bin vorm Endboss, ich weiß, wo der Drache ist, wo zwei Drachen sind. Fehlen mir noch irgendwelche besonderen... Lebe des Geistes... besondere Bosse jetzt gerade hier oben. Ich werde dann auf jeden Fall gleich noch zu den Fingern gehen, aber lohnt es sich jetzt hier oben noch ein bisschen weiter zu gucken? Ist die Hauptfrage eigentlich gerade. Also außer, dass da oben so ein hässlicher Ofen steht, die ich sowieso nicht besiegen werde, weil die echt nervig sind. Gibt's hier noch irgendwo einen Boss oder irgendwas Besonderes zu sehen, irgendwas Cooles zu entdecken? Zum Beispiel einen Schatz hinterm Wasserfall? Nein. Anscheinend nicht.
Da hinten ist noch ein Höhlchen. Aber ich vermute, das führt mich einfach nur nach unten. Nach der zweiten Fingerruine. Ja, das ist doch jetzt hier nur... Das ist doch jetzt wahrscheinlich nur Weg hierher. Oder? Das ist doch Quatsch. Okay. Also, so wie Sepp das hier schreibt, vermute ich ganz stark ein Boss drin in der Höhle. Okay, dann gucken wir da vielleicht irgendwann doch nochmal kurz hin. Sieht so geil aus hier, ne? Das gefällt mir richtig gut. Da muss ich hoch. Beziehungsweise da muss ich hin. Wie komme ich da hin? Ja, hier so hoch halt irgendwie, ne? Hallo Schildkröte. Sein. Sieht eigentlich gut aus. Oh, ein Ufer. Oh, Finger. Hm, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Alles klar. Ja, und da oben ist wieder so ein Geistertal-Ding. Brauchen wir nicht. So geil hier, ne? Jetzt reitet man hier am Strand entlang. Stark. Ja. Hab ich schon gesehen, Fingerchen. Brauchst dich da gar nicht im Sand verstecken. Das hier habe ich mir schon von oben angeguckt. Ah, komm. Jetzt so nah auf dem Weg. Nehmen wir es mit. Hallo? Gräbertalilie, genau. Nicht Geister. So, haben wir hier jetzt die gleiche Nummer wie bei den anderen? Wahrscheinlich, ne? Wait, ich habe 250.000 Seelen? Huh? Woher auch immer die kommen. Also ich wollte ja ein bisschen mehr Max-Ausrüstungsgewicht haben, damit ich mehr Waffen mit mir rumtragen kann und nicht so viel Menügefummel habe. So, also gegen euch Hände, gegen die eiskalten Händchen habe ich jetzt erstmal nichts, aber gegen die Würmchen, die hier vielleicht noch irgendwo sind, nämlich da unten habe ich schon den ersten gesehen. Deswegen umgehen wir den einfach mal. Und dann springe ich hier runter. So. Ja, da sind auch schon wieder ein paar. Da rechts habe ich gesehen. Da links ist einer. So. Hier vorbei. Da vorbei. Da vorne steht einer. Oh, verstecken wir uns hier vor dem. Perfekt. Gib mir den Talisman.
Purpursamen-Talisman. Dankeschön. So. Kumpelbacke. Ich war bei den Fingern. Ich weiß zwar nicht, was du mit denen am Hut hast, aber normalerweise mag ich die Leute, die mit den Fingern zu tun haben, ja nicht unbedingt. Hello there. Ja, hi. The exalted timbre of the bells has reached these ears of mine. Twice now. How very exhilarating indeed. Stars are dark tonight. Okay. Rest assured, this is no ill omen. On the contrary, I believe that this portends a magnificent starry cascade. Now, take this. My final gift to you. May you join the glimmering stars above. Ruinenkarte 2. Geliebter Sternenstaub. Das ist ein Talisman. Ruinenkarte 3. Wait, what? Kann ich dir nicht zeigen, den Fundort der dritten und letzten heiligen Ruine neben den auf den ersten Karten gezeigten? Eine simple Karte zeigt den Fundort einer weiteren heiligen Ruine neben der auf der ersten Karte gezeigten. Moment, kann ich mir das irgendwie genauer angucken? Nee, das ist alles, was ich sehe. Kann ich nicht noch ein bisschen näher ran? Anscheinend nicht. So, meine Vermutung ist, das hier, das sieht aus wie die Kathedrale, in der ich mich aufhalte. Das heißt, vorne draußen ist so eine Fingerruine. Was? War mir gar nicht aufgefallen, als ich das erste Mal hergekommen bin. Oder ist das hinten? Nee, das muss vorne draußen sein. Genau hier. Ja. Ziemlich genau hier. Die Talismane. Vielleicht sollte ich die mal anlegen, hä? Oder erstmal ohne. Ach komm. Warum nicht? Ja, nee, aber das ist doch Quatsch. Nee, das sind ganz normale Talismane. Brauche ich nicht anlegen. Hier stehen Fackeln. Oder halt kleine Leuchtedinger. Ein Upgrade für mich? Für den? Purpur Bernstein-Talis. Oh! Nee. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Anderer Effekt, genau, ja. Hier hatte ich den mit den Zweihandwaffen drin. Naja, kann ich ja mal wieder reinmachen. Den hier. Da weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich den. Scherwurst. Hey Dan, grüß dich. So. Also ich sehe hier keine Finger. Das heißt, ich würde vermuten, dass sie vielleicht hier unten drunter sind, die Ruinen.
hier unter dem Teich. Also ich bin schon sehr dankbar, dass ich das seltene Standbild in den Griff bekommen habe. Jetzt fehlt nur noch, dass ich die ganz wenigen Frame Drops, die ganz selten mal passieren. Also ich weiß nicht, das könnte aber auch Elden Ring sein, dass die weggehen. Ah. Boden einhauen? Nee, sicher nicht. Wäre neu. Was gibt's hier nicht? Es freut mich übrigens sehr, dass ihr alle da seid. Ist immer wieder schön, euch im Chat zu lesen. Soll ich mal mit... Ich laber mal mit ihr. Ob sie noch einen Kommentar abzugeben hat. I told you once. I've no interest in companions, but I must admit, Count Ymir did seem very perhaps an exception is in order. Aha. Ymir is a shining star in our eyes. The only star upon the black canvas of the night. Okay. Our meeting with the Count taught us of the star-draped sky. We know that we cannot reach out to touch it, but we can peer up at its brilliance and heed its guidance. Mm-hmm. We will never again Joker, hi, grüß dich. In the night. I have spoken far too freely. Pay me okay. No mind. Let us focus on our shared purpose. Ja. Our service to Count Ymir. Okay. Now, be on your way. Now, be on your way. Ah, du hättest mir doch ein bisschen Infos geben können, als mich hier komplett im Dunkeln tappen zu lassen. Ey, Kumpel, hilf mir mal. Yes. I believe I can feel it brewing. This evening is a sign of a greater night to come. Ah, you met Jolan. Jolan? Well, I hope that she behaved at least. The poor girl has overcome grave misfortune. Her tongue can be sharp at the best of times, but don't think that makes her a bad person. Mm-hmm, nee, mach ich nicht. It's no surprise her little sister too has a heart of gold. I fear that you have borne witness to the whole of it. The conceits, the hypocrisy of the world built upon the Erd Tree. The follies of men. Their bitter suffering. Is there no hope for redemption? The answer, sadly, is clear. There never was any hope. Okay. Each of them defective. Sie waren alle geistesgestört von Anfang an. Ich hab's gewusst. If the roots are rotten, then we have little recourse. Okay. Ever young Mikola saw things for what they were. He knew that his bloodline was tainted, his roots mired in madness. A tragedy, if ever there was one. That he would feel compelled to renounce everything. When the blame lay squarely with the mother. Du scheinst ganz schön viel Ahnung zu haben. Die Sterne des Lebens, das ihnen innewohnen, seid ihr unserer Erkenntnis vertraut, vor langer Zeit bis Sterne, Sterne, Sterne gebunden, auch die Kinder des Himmels willen. Und Jungs, doch vermag niemand die Tragweite, ihren Glanz zu begreifen. Ich denke, was ich sagte, dass meine Finger, die sie führten, auf einem richtigen Fundament standen. Halt geht sogar noch tiefer, denn ihre Mutter ist die makelbehaft. The fingers are okay. Unripe children, victims in their own right. We all need a mother, do we not? A new mother, a true mother who will not give birth to further malady. May you join the glimmering stars above. Okay. Ja, alle verrückt. Hat alles keinen Sinn. Sieht aus wie ein Hebel hier, ist es aber nicht.
Ah, Anne Grace, okay, für den Reboot hier quasi. Okay, verstehe, dass hier neu geladen wird. Reicht das so oder muss ich teleportieren? Ah, jetzt ist er weg. Okay. Die Kumpeline. Be on your way. Okay. Sorry. So, sind jetzt da draußen Finger aufgetaucht? Unter dem Thron. Okay, das ist halt so ein Quest-Ding, ne? Dass die Quests hier in dem Spiel, die sind immer sehr wild. Was? Ach da, untersuchen. Hier geht's zu den Fingern. Ja. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Fingerling. Invasion durch Anna Schwerthand der Nacht. Hast du keinen Bock, dass ich mich mit deinem Kumpel auseinandersetze? Nee? Klauen der Nacht. Gut. Nächster, bitte. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich meine Zweihandkeule einfach großartig finde? Oh, hier ist so eine Marika-Statue. Beirufungsreserve. Nein! Das wollte ich doch gar nicht. Warum? Was ist jetzt? Kriege ich jetzt einen Helfer? Oh nee, was bist du denn, Wüstes? Bist du die Mutter? Bist du die Mutter allen Übels? Dieser ganzen Nummer, die hier passiert. Methyr, Mutter der Finger. Ja, ha. Ich hab's mir doch fast gedacht. Du bist die Mutter von den zwei Fingerbubbles hier, die mir schon von Anfang an super suspekt war. Aha. Oh, au, au. Kannst du mal nicht lasern? Bitte? Aua, aua. Ein hässliches Ding. Falsches Timing. Oh Gott. Aua. Mist, ich war nicht schnell genug. Oh, die macht ganz schön Damage, die gute Mutter. Okay. Okay. Methyr. So, das sind jetzt. Habe ich jetzt alle Bosse gesehen? Nur den einen in der Höhle, den Marcel vorhin meinte. Der fehlt ja offensichtlich noch. Den habe ich noch nicht gesehen, falls da. Aber das wird nur so ein kleiner Zwischenboss sein oder sowas. Ich glaube, ich habe jetzt. Ich müsste, wenn ich drüber nachdenke, was ich noch machen könnte oder auch nicht, vermute ich, dass ich alles gesehen habe.
Autsch. Ah, ja. Ups. Ja, okay. Ja, okay. Ah, sie krabbelt. Oh, du bist ein ekliges Mistding. Oh, da habe ich ja jetzt schon. Aber da das keine Waffen sind, sondern Hände und Finger, die werde ich nicht parieren können. Ich glaube, mit der Keule bin ich hier echt am besten dran. Oder vielleicht auch mal das Schwert nehmen. Aber die Keule hat halt den Blutungsschaden, den das Schwert nicht hat. Glaube ich. Komm, laser mich an. Nein! Ach, keine Ausdauer. Ja, aua. Warum, also ich meine, ich bin absolut dafür, alles, was mit Fingern zu tun hat, aus dieser Welt zu merzen. Sagt man das so? Ich glaube ja. Aber was ist das jetzt? Das ist die Mutter von Marlene und Michael und den ganzen 7 Geschwistern oder was? Das ist die Mama? Nee, Radagon war doch die Mama. Autsch. Ach, come on. Puh, die Mutter der Finger, ja klar. Du hässliches Ding. Wie kannst du so riesig sein und so schnell sein? Hör mal auf jetzt. Oh oh. Bin wieder nur am Gegensaufen. Aua. Ey. Voll mies. Okay, aber... Okay, und die Finger... Die Finger... waren doch diese Weissagungsdinger, auf die alle gehört haben, die ich von Anfang an schon suspekt fand. Und ich hatte ja das Ende gewählt mit Rani, die ja auch ein Problem mit den Fingern hat. Und wie wir sehen können, sind diese Finger aus was noch viel Schlimmerem entstanden. Und alle wahnsinnig. Verrückte Finger. Oh, shit. Ups.
Falscher Rhythmus. Falscher Rhythmus. Oh, da kämpfe ich lieber gegen den großen Drachen. Das geht nicht. Das geht nicht. Die Mutter aller Finger. Ja, ja. Also, ich gehe auch davon aus, die Mutter aller Finger, so wie die aussieht. Oder das, so wie das aussieht. Komm. Genug jetzt. Genug von den Fingern. Ich weiß zwar immer noch nicht so 100%, warum ich sie umbringen soll. Nur wegen dem Wahnsinn? Ach Mist, da kommt ja noch einer. Boah. Das hat einen richtig seltsamen Rhythmus. Diese Attacke. Kann ich nicht zweimal draufhauen. Oh, shit. Wie kommt man denn da ordentlich weg? Gar nicht, hä? Aua! Man darf nicht auf der Seite stehen von ihr. Auf keinen Fall, ey. Ah, sie hat auf beiden Seiten solche Dinger. Okay. Wie viel Damage sie macht, die Mutter. Heiliger Strohsack. Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen Ausweichen üben, bevor ich angreifen kann. Weil sie auch so flink ist. Warum bringe ich die um? Also ich meine, ja, ich habe ein Problem mit den Fingern. Aber das ist ja mein persönliches Problem mit den Fingern. Warum hat jetzt der Kumpel oben auf dem Thron Platz gemacht, damit ich die Mutter finden kann? Ey, das ist voll arschig. Sie greift vorne an, sie greift seitlich an. Einmal draufhauen und abhauen, oder wie? Ach, fuck, Alter. What the hell? Oh, Leute. Seltsamer Kampf. Äußerst seltsamer Kampf. Letzter Ort der Gnade. So, damit das nicht offen bleibt.
Gehen wir da mal schnell hinten an die Höhle hin. Und rennen da einmal durch. War ja irgendwo hinten links, ne? Oder geht hier noch irgendwas? Bossiges? Nee, ne? Hier ist doch auch nichts Bossiges mehr unterwegs. Oh, come on. Oh, hi. Na, du zählst aber nicht als Boss, ne? Nee, zu dir da oben will ich nicht. Wo war denn das? Wo waren diese Höhle? Ich weiß, dass der ein Skadubaum-Fragment droppt, aber sind wir mal ehrlich. Lohnt sich das? Ich habe vorhin 5 Stück oder 6 Stück gefunden. Ich bin mittlerweile auf Stufe 12, 13, keine Ahnung. 14, 15, irgendwie sowas. Geht's runter? Wo war denn jetzt diese dämliche Höhle? War die nicht hier oben irgendwo? 16, guck. 16 sogar. Ich dachte, die wäre hier gewesen. Hier bin ich aber falsch. Hm. Dann war es hier. Bin ich jetzt arg weit gerannt, ne? Gehen wir halt mal rechts rum. Aber ich bin schon nach links gelaufen, nachdem ich hier diesen Vogel besiegt habe und nicht hier rechts hoch. Bin ich hier runter? Ja, ich glaube, ich bin hier runter. Hab mich dann gefragt, ob es da einen irgendwas hinterm Wasserfall gibt. Genau. Und dann, ah ja, hier sind wir. Alles klar, let's go. Gefunden. Ich bin auch ein Depp, ne? 3 Meter weiter ist eine Gnade. Oh, oh Mann. Ach. Mist. Verschlossen. Hi, hast du den Schlüssel? Sieht hier schon wieder nach Dingens aus. Oh, hi. Du den Schlüssel? Nein. Nur gefrorene Maden. Oh Gott. Hier schon alles wieder. Lasst mich mal vorbei. Ja, und du mich auch einfach. Bitte. Nee. Ach. Brauchen wir doch echt nicht machen, Jungs. Hä? Hä? Was? Marcel, hast nicht du vorhin gesagt, hier gibt's einen Boss?
in dem Kerker? Jetzt sagst du, du warst da noch nicht? Ja, gibt es. Ah, okay. Ich dachte, du weißt das, weil du da selber gespielt hast. Was hast du zu melden? Bitte, ich ertrage das Geräusch nicht. Brauche keine Erlösung. Bitte haltet, gebt auf. Erbärmliches Wehklagen. Okay. Ah. Aber hier geht's nicht tiefer. Und einen Schlüssel habe ich auch nicht gefunden. Wait, war ich hier schon? Oh. Anscheinend war ich hier noch nicht. Ah, Kiste. Schlüssel? Aha. Hallo. Ah, what the fuck? Ja, ich wusste schon, dass da was... Ich habe mich trotzdem erschrocken, ne? Es war so klar und ich erschrecke mich halt trotzdem. Let's go. Ab ins Loch. Rein, Fleisch. Lecker. Du bist der Boss. Nein, du bist der Boss. Nein, auch nicht. Falsche Taste. Aha. Rattenboss. Nee, auch nicht. Von da bin ich gekommen. Nach oben. Ich halte mich rechts. Bleib erstmal unten. Oh, das ist ein Labyrinth. Das ist hier ein richtiges, echtes Kerkerlabyrinth. Bleib stehen. Schon klar, dass du deine große Mama suchst, aber die hilft dir hier halt auch nicht. Horn-Talisman der Klarheit. Oh. Kann ich? Nee, schade. Ich habe übrigens die Qualität vorhin beim Neustart auch hochgestellt auf 7000. Konntet ihr einen Unterschied erkennen? Könnt ihr einen Unterschied erkennen? Hab dich gesehen.
entkommen. Da bin ich reingefallen. Da bin ich rausgekommen. Okay. Das Bild ist klarer. Das freut mich, dass man das sieht. Frostparfüm. Mein Liebstes. Ich rieche gerne nach Frost. Ich mag den Winter. Bin ich von da oben? Nee, da oben war ich noch nicht. Kann ich? Nee? Okay. Auch nicht. Oh, schneckt mich halt. Da hinten noch irgendwas? Nee. Ihr seid. Euch höre ich hier die ganze Zeit heulen. Tibias Ruf. Nun. Boah. Wait. Ah, nee. Für einen kurzen Augenblick dachte ich, ich laufe wieder zum An... Warum habe ich jetzt gesoffen? Ich weiß es nicht. Zum Anfang zurück. Aber... Nope. Ist nicht der Anfang. Springt ihr da oben dann auf mich runter und... Hi, darf ich das nehmen? Danke. Du bist auch beschäftigt, ne? Ah, anscheinend nicht. Nicht beschäftigt genug. Schlüssel zur unteren. Ich habe noch nicht mal die Tür gefunden zur unteren Kerkerebene. Oh, hi. Aber das ist gut, wenn ich dann den Schlüssel schon habe. Wo bin ich reingekommen? Da. Komme ich hier auch wieder raus? Ja. Ist das sinnvoll? Oder gibt es irgendwo einen anderen Ausgang? Ne, wird schon passen. Hab nirgendwo einen anderen Ausgang gesehen, also nehme ich diesen. Ja. Scheiße. Ah, beim Runtergehen habe ich noch gedacht. Das ist voll offensichtlich. Wer fällt in dieses Loch rein? Ah, Kacke. Scheiße. Naja, zumindest bin ich jetzt wieder am Anfang. Und ich vermute, die Tür zur unteren Ebene ist genau. Nee, da oben. Da oben war ich jetzt ja schon drin. Warte. Warte. Hier.
Ey! Sperr mir halt den Weg! Hallo? Ja, ich weiß, dass ich den Schlüssel benutzt habe. Könnten wir bitte einfach... Danke. Oh, aha. Na, da sind wir ja schon. Perfekt. Müssen wir gar nicht mehr lange hier rumgurken in diesem Labyrinth eines Kerkers, sondern verprügeln mal schnell einen Kläger aufs Äußerste. Ey! Er macht sich einfach unsichtbar. Hallo. Ah, hi. Ah, du bist der Richtige. Oder auch nicht, keine Ahnung. Doch, du bist der Richtige. Gut. Maske des Klägers. Nun, dann haben wir das hier auch erledigt. Perfekt. GG, ja, danke schön. Das war ja jetzt nicht so krass. Also alles easy hier. Gut. Also. Wir haben die Mutter. Wir haben einen Radan. Wir haben einen... Drachen. Zwei Drachen. Wir haben zwei Drachen, die Mutter und Radan. Noch ein Divine Beast gibt's noch. Okay. Ich würde ja mal vermuten, dass es vielleicht hier irgendwo ist. Nope. Die sind ja immer in so Kratern drin. Also ich meine, einen Krater haben wir hier. Das ist ein Krater, aber hier war ich. Da war nichts. Könnte es hier sein? Wenn da oben war ich noch nicht. Da wollte ich sowieso mal hingucken. Nach Norden in die Richtung. Was fehlt denn sonst, wenn das Divine Beast erlegt ist? Was geht hier ab? Wer kämpft hier gegen wen? Irgendwelche Ritter gegen... Irgendwelche Boys. Heiliges, blutiges Fleisch. Okay. Blutamaryllis.
Okay, fette Rune. Da. Ah, nein. Kein Biest. Keine Ahnung, was das hier für ein Gebiet ist. Das ist irgendwie, um irgendeine Lore zu erzählen, wahrscheinlich. Was ist hier bei euch los? Was bist du, eine Harpie oder was? Ach, die hässlichen Dinger. Was ist das hier? Was beschützt ihr? Auf was sitzt ihr rum? Wo geht's hier hin? Schmiede. Oh. Oh, nee. Nee. Erwartet mich hier unten ein Boss? Wahrscheinlich, ne? Trefft sie an ihrer Schwachstelle. Versuche ich immer. Das sieht doch hier schon wieder. Ah. Hi. Will ich jetzt hier runter? Will ich mir das jetzt antun? Ich meine, ich habe es freigeschaltet, ich kann hier jederzeit wiederkommen. Ach. Darf ich mich nicht teleportieren? Na dann, komm. Jetzt sind wir schon mal drin. Dann gehe ich auch tiefer rein, wenn ich mich nicht teleportieren darf. Und nur aufpassen, dass ich hier nicht irgendwo runterfall. Hallo? Jemand zu Hause? Oh, hi. Ach so, die Nummer. Boah, ich erinnere mich. Oh. Schmiedestift, Axt, Schmiedestein, Schmiedestein, das ist nur zu für Schmiedesteine. Hier sind auch ein Haufen Schmiedesteine, also richtig viele Schmiedesteine. Also wenn es hier jetzt keinen Boss gibt, dann gehe ich hier aber wieder raus. Ist nicht so, dass ich Elden Ring zu 100% abschließen will oder sowas. Würde gerne alle Bosse gekillt haben. In den Schmieden gibt's keinen. Danke, Sepp. Es geht ja auch immer noch darum, so ein bisschen alle Bosse in allen From Software-Spielen besiegt zu haben. Das steht schon immer noch auf dem Plan. Darf ich jetzt teleportieren? Nein. So. Ja, ist das letzte? Mutter, Radahn und die zwei Drachen. Ist das alles, was noch offen ist?
beste Geisterasche. Ja, aber Geisterasche ist, Ach so, nee, den Zweier, den kann ich nicht. Ah, muss ich mir merken. Zweier nicht parieren. Ah, Mist, das geht auch nicht, der Stampfer. Jetzt habe ich gerade nicht gesehen, was im Weg war. Da war so komisches Zeug im Weg. Ja, Marcel, das mit den Geisteraschen ist schön, mag ganz witzig sein, aber ja, ich weiß nicht. Das hat sich bei mir halt irgendwie nicht. Nichts als besonders. Ah, das war wieder ein Zweier. Ich weiß nicht, ob ich den einen Zweier. Na, da muss ich rennen. Da darf ich nicht rollen. Das ist mies, dass das in alle Richtungen geht. Dieses, was mir dann die Blutung macht, diese Explosion. Später. Viel später. Aua. Ah, weiß ich nicht, ob das, wenn er diesen Schwungdinger macht, ob ich das parieren kann? Also wenn es tatsächlich nur eine Attacke von ihm ist, die ich parieren kann. Boah, dann mache ich das glaube ich nicht. Ah, jetzt hat er den... Mist. Okay. Also, das hat getroffen, die kann ich nicht parieren. Das hat auch getroffen, also die kann ich auch nicht von der anderen Seite parieren. Das heißt, es gibt genau zwei Angriffe, glaube ich, von dem, was ich bisher jetzt gesehen habe, die ich parieren kann mit dem Schild. Und allem anderen muss ich ausweichen. Wenn ich das machen will. Das ist hart. Pix. Ah, und den auch. Okay. Nee, den nicht. Ist.
zu spät ausgewichen. Ah, den kann ich vielleicht aber auch überspringen? Kann man den überspringen? Wahrscheinlich, ne? Ich denke da immer nicht dran. Ich denke da nie dran, dass ich diese Schwungangriffe häufig auch überspringen kann. Zu spät. Zu früh. Zu früh gedrückt. Also, was auf jeden Fall funktioniert, ist der, wenn er seine Schwerter vor mir so zusammen macht und dann der Schlag quasi die Schwerter auseinanderzieht. Wenn er das macht, da kann ich parieren. Dann das einzelne Schwert von links und das einzelne Schwert von rechts kann ich parieren. Das sind 3 Schläge. Von vielen, vielen, die er machen kann. Ah, nee, das geht nicht. Genau, und das hier, die ganze Combo, die kann man, glaube ich, nicht parieren. Und das ärgert ihn dann auch, wenn ich das mache. Jetzt wäre natürlich ein besseres Schwert ganz cool. Okay. Mit dem ich auch ein bisschen mehr Schaden mache. Oh. Ich dachte, das wäre ein Parieren. Okay. Ah, der Fußstampfer, ne? Mist. Andy, hi, grüß dich. Bei Dark Souls kann man nicht wirklich springen. Also man kann schon springen, aber nicht so. Nicht so einfach wie in Elden Ring, nein. Also ja, das stimmt. Nicht so richtig. In Dark Souls ist Springen eher nicht dafür gedacht, um das in Kämpfen oder sonst irgendwie zu benutzen. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Kann das sein? Ja. Ich muss in die andere Richtung rennen. Dann geht's. Oh, und dem Ding kann ich ausweichen. Sollen wir ihn einmal mit der Keule verprügeln? Sollen wir mal gucken, wie weit ich mit der Keule komme? Ohne zu parieren. Ich hätte ihn halt gerne versucht zu parieren, einfach weil parieren wahnsinnig viel Spaß macht in den From Software Spielen. In die Richtung geht's. Auch nicht viel weiter, ne? Da könnte ich auch parieren. Bin ich genauso weit gekommen.
Den könnten sie nerven. Den haben sie doch erst genervt, oder? Was ich richtig verstanden habe. Ja, das ist, jetzt bin ich gegen die Wand fast gerannt, ne? Mist. Again? Wirklich, Sepp? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das deiner Meinung entspricht. Das ist doch gerade hier ein Troll. Ja, genau, ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja, lauf! Oh fuck, weil wollte nicht losrennen, warum auch immer. Aua. Ah, was mache ich hier? Bei der Attacke, was mache ich da? Hier, da kriege ich doppelt Schaden, wenn er mich... Ah, wegrennen kann ich davon auch nicht, okay. Ich tue mir mit Parieren einfacher. Ich tue mir mit Parieren, glaube ich, leichter. Tatsächlich. Das hat sich besser angefühlt. Seltsamerweise. Es wäre natürlich schön, wenn ich dann mal mich zumindest damit beschäftigt hätte, was ich mir für Boni auf Parieren und auf... Und was für Einhandwaffen es noch so gibt, dass ich nicht mit der beschissensten Drecks-Einhandwaffe hier kämpfen muss. Ah. Also ich finde die immer noch super, ne? So ist es nicht. Aber, hey, okay, da weiß ich nicht. Wenn er mich hinzieht, ich muss dem hinziehen, glaube ich, ausweichen. Dass das gar nicht erst funktioniert. Ah, wie war denn das noch? Einfach mal aus Interesse. Ich habe doch hier irgendwas bekommen, was von wegen ich widerstehe jeglicher Dingsmagie. Was war denn das? Ich widerstehe jeglicher Gedöns... War das so ein Einzel... Okay. Behält nichts als die Kraft, Zaubern zu widerstehen. Krieg ich nun, kann ich die, gibt es die nur einmal in dem Spiel? Wenn ich die jetzt benutze, ist die weg. Für immer und ewig? Oder ist das so ein Ding, okay, kann ich immer wieder benutzen? Tu es. Ah, ist noch da. Meine anderen Buffs auch. Okay, also so richtig widerstanden habe ich dem Zauber jetzt nicht.
Der Anziehungszauber, den habe ich jetzt auch nicht widerstanden. Hilft speziell gegen eine Attacke. Erst nachdem du getroffen wurdest. Was? Wait, what? Kommt erst in Phase 2, okay. Falsche Taste. Was kann ich hier? Nee, das kann ich eh nicht. Das geht nicht. Der Doppelte, glaube ich, geht nicht. Ach komm, dass ich da manchmal ausweichen kann und manchmal nicht, ist auch seltsam. Das ist halt ganz knapp, ne, wenn ich da wegrenne vor der... Und hier, das ist auch voll mies. Ey, ist ja gut. Mist. Ich glaube, ich habe schon wieder im richtigen Moment gedrückt bei der letzten. Aber wenn er den macht, den schnellen, die schnelle Kombination, dann kann ich sie nicht parieren. Wenn er die einzeln macht, dann kann ich sie parieren. Boah, das ist mir, glaube ich, zu viel Mathematik. Ich glaube, das mache ich nicht. Mit dem Parieren. Wäre witzig. Hier, das ist nervig. Auch nervig. Scheiße, das war der Doppelte. Den muss man, der muss ich, glaube ich, schön irgendwie links an ihm vorbei oder rechts und den Rhythmus einfach kennenlernen, mit dem er da zuschlägt. Ich glaube, da kann man fast jedem Schlag ausweichen. So was ich jetzt vom Gefühl her, vom Timings Gefühl her, kann man da fast jedem Schlag ausweichen. Ach komm. Wir verprügeln ihn mal nochmal ein bisschen mit der Keule. Zu früh. Dass da einer trifft.
No. Da, aber wo soll ich hier hin? Wo soll ich hier hin? Wenn er den Randzieher macht und danach gleich den AOE. Weil selbst wenn ich ausweich, dauert der AOE so lange, dass ich trotzdem da einmal Schaden bekomme. Das ist ärgerlich. Nicht ranziehen lassen. Ja, da habe ich noch nicht rausgefunden, was ich dagegen machen kann. Ich muss das. Das ist, ja, ist so. Man darf sich nicht ranziehen lassen. Oh, okay. Mist. Mm-mm. Fürs Ausweichen habe ich noch nicht das Timing. Aber er macht doch den... Macht er den AOE, wenn ich ihn... Wenn er mich nicht ranzieht? Wenn ich einfach nur so mit ihm kämpfe? Macht er dann mal den AOE? Ich weiß es gar nicht, tatsächlich. Ach, shit, zu früh. Das ist voll arschig. Wie komme ich hier raus? Vielleicht springen? Ich meine, ich habe genug Zeit, mich auf einen Sprung vorzubereiten, wenn er mich ranzieht, ne? Verprügeln mit bloßen Fäusten. Ups. Nee, muss ich ein bisschen weg von ihm laufen, wenn ich den... Wait, what? Oh, das ist schon Phase 2. Nice. War ich da schon mal? Habe ich das schon mal gesehen? Ich glaube ja. Ich glaube, in Phase 2 habe ich ihn schon mal gekriegt. In dem Fall hat er wahrscheinlich 3 Phasen. Uiuiui. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich das hier schon mal gesehen habe. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Tarnished One. Aspiring Lord of the Old Order. If you have known sin, if you grieve for this world,
then yield the path forward to us. What the fuck? Mikela. Du bist Mikela. And my promised consort, Radahn. Was zum Teufel? Oh mein Gott, ihr seid alle so bekloppt, ey, ne? Was ist das jetzt für eine Nummer? Yes. Okay, what the fuck? Oh, ich mache ihm keinen Schaden mehr. Heiliger, what the fuck? Ah, oh Gott, nein! Oh. Ach du Scheiße! Ah. Aber in dem Fall, ich glaube, ich kann ich mit diesem Zauber widerstehe ich nicht seiner Gravitationsmagie, sondern dem Blödsinn, der da dann dazukommt, diesem Glaubenszaubergedöns. Wurde schließlich schon genervt. Ah, ja, hi Julius, grüß dich. Ja, so sehe ich halt seinen Kopf, ne? So kann ich zumindest. Aber das ist absoluter Mist, ey. Das brauche ich so nicht probieren. Anvisiert bleiben. Aua. Nein, ach, ich muss da zur Seite rollen, wenn er den macht. Nein! Ah, immerhin. Achso, ich habe ja auch gar nicht die richtigen Talismane gerade drin, ne? Krieg ja viel mehr Damage gerade durch ihn. Eine Rübe zu treffen ist einfach so hart. Schweinerei. Ah, ne, das war kein. So viel mehr halte ich gar nicht. Ah doch, der letzte ist schon. Der letzte Schlag von ihm. Ah, okay. Ah, Mist. Ich bin doch bescheuert. Passieren schon wieder Dinge.
Ja, ich habe die Talismane auch nichts drin und nichts, ne? Oh oh, ja. Nun. Jetzt legen wir mal alles an. Alles. Alles, was ich so hab. Und dann müsste das ja, nach dem, was teilweise ich gehört habe, müsste ich ja den dann mit Leichtigkeit besiegen, weil ich auf einmal null Schaden mehr bekomme. Weil das ja so krass ist, wenn man seine Ausrüstung und seine Consumables richtig benutzt in Elden Ring. So, wo ist das, wo ist das? Also, einmal will ich das, potenten Anti-Drachen-Effekt, ja. Das kann ich das auf das Moment, also. Oh, das ist so, alles so viel und keine Ahnung, hallo. Gib mir jetzt da, das Fett der Drachenkommunion. Genau, das will ich auf der Waffe haben. Dann will ich blitzige Tropfenleber fressen. Dann habe ich noch, dann habe ich doch noch dieses andere Ding. Was hat mir die Lady von der Drachenkommunion gegeben? Was war das? Auf der Waffe geht das Fett nicht. Okay, von mir aus. Dann halt nicht. Weiter unten. Ah, da. Ist das jetzt auch so ein Ding, das ich mehrfach benutzen kann? Oder ist das weg, wenn ich das jetzt fress? Probieren wir es mal. Es ist weg, wenn ich es fress. Okay, alles klar. Auf der Waffe geht das nicht. Dann haben wir aber noch das hier. So. Dann habe ich noch das hier. So. Ui. Ich jetzt weiche ich auch im richtigen den richtigen Winkel aus, aber krieg trotzdem Autsch. Irgendwoher Schaden hier an der Stelle, keine Ahnung. Hey. Oh oh. Ah, das wollte ich nicht. Mist. Ey. Ich will dir doch nur ein bisschen Schaden machen, Mensch. Lass mich doch. Sehen teilweise nicht mal. Ich habe ihn nicht einmal. Ah, wo ist er?
fetter Laser. Es passieren Dinge, ich hab keine Ahnung. Wo bist du? Da. Er explodiert. Oh, falsche Richtung. Ah, da muss ich zweimal ganz schnell. Eigentlich. Oh Gott, in sein magnetisches Feuer. Ah, ich habe aber, glaube ich, die Talismane vergessen, oder? Ja. Keine Ahnung. Habe ich die Talismane vergessen? Ich glaube, ich habe die Talismane... Nee, ich habe sie dran. Aber ich habe vergessen, das Schwert zu aktivieren. Ah, das war's. Deswegen habe ich verloren. Stimmt. Weil ich nicht alles genutzt habe, was ich so habe. Mann! Also der nervt mich am meisten tatsächlich. Der Angriff. Dieser dämliche auf den Boden Spuckangriff, bei dem ich nicht erkennen kann, wie ich dem konsistent ausweichen soll. Lauf, 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 lauf. Oh. Okay, 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 alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Und Wumms. Oh, okay, diesmal hat es mich erwischt, das Ende davon. Ah. Den Bonusschaden nehme ich gerne mit. Ja, den Schwertbuff habe ich, glaube, habe ich den doch einmal habe ich ihn benutzt am Anfang. Soll ich mal die Keule nehmen mit der mit dem Drachenkommunionsfett? Einfach aus Interesse, was, wie viel Schaden das macht. Ah, ich will euch doch nur einmal hauen. Mann, ich will dich nur einmal hauen. Ach Gott. Das macht schon mehr Schaden. Ich nehme jetzt den Damage hier mit. Ich nehme den Damage jetzt einfach mit. Oh, schade. Bin ausgewichen, aber ich habe ihn nicht gesehen da hinter dem Berg.
Und dann war so, den richtigen Moment da zu treffen, war schwierig. War schwierig. Aber warte mal, ich hab doch noch mehr außer das. Ich hab doch noch die einfacheren. Da war doch mehr noch mehr so komisches Drachenfett, oder? Ja, 8 Stück. Kann man doch mal benutzen. So, weniger Rumgefummel. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte das tun. Dass ich da gerade nicht einen Damage gekriegt habe, war frech. Ah, schade. Zu früh. Schade. Muss ich direkt nochmal ausweichen, ne? Okay. Oh, come on. Dafür habe ich jetzt gerade ihm auch keinen einzigen Hit gegeben, ne? Oh, der Laser. Und der Laser, glaube ich, nochmal, ne? Oh, fuck. Oh, fuck. Wo ist er? Da. Mist. So, diese Talismane helfen mir doch nicht. Hallo, wo ist er denn? Da. Oh nein. Ja. War auch minimal gierig jetzt hier. Oh. 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 Ey, komm. Oh oh, ich weiß nicht von wo. Oh Gott. Alter, also er will mir aber auch gerade nichts schenken, ne? Ich treff halt auch nichts gerade, ne? Aua, das hätte ich sehen können. Wie schnell er einfach ist in der zweiten Phase auch. Wahnsinn. Oh Gott, ja. Oh, fuck. Da überhaupt einen Treffer zu setzen in der zweiten Phase bei seinem Rumgezappel ist heftig. Auch noch den Talisman gegen körperlichen Schaden. Alter. Dann habe ich kein Leben mehr.
Also da, das, ich weiß nicht, ob das dann auch noch... Ja, nee, die Lebensleiste, so viel kürzer ist sie dann auch nicht, ne? Diese Talismane in Elden Ring sind einfach der lächerlichste Scheiß. Ah. Oh Mann, ey. Falscher Talisman, wieso? Das ist doch der gegen körperlichen Schaden. Nicht körperlichen Schaden, ups, okay. Aber egal, es ist trotzdem wahrscheinlich, macht es nicht so viel aus. Welcher ist denn der gegen körperlichen Schaden? Ah, der da. Mist, das verkacke ich auch jedes Mal, ey. Ah, jetzt habe ich hart verkackt, ne? Shit, das war's, glaube ich. Fuck. Okay. Ah, das war... Ah, wenn es so lange dauert, dass ich aufs Feuerspucken warten muss, wenn es so lange geht, dann spuckt er kein Feuer, sondern schnabuliert mich. Ach, come on. Ah. Ja. Ja. Ich bin schon wieder voll im Ehrgeizmodus, Leute. Ich bin voll im Ehrgeizmodus. Aber für alle, die nicht live dabei waren auf YouTube, euch sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.